Man musste irgendwann nach der sportlichen Karriere die Berufslaufbahn eintreten. Und wenn du das natürlich nicht während deines Sports schon mit forcieren kannst, stehst du am Ende dann da und hast halt nichts. Und dementsprechend ist halt einfach mit das Wichtigste, was es eigentlich gibt, dass du neben dem Sport dich weiterbilden und dann erstmal ausgebildet werden kannst. Und gerade zur Schulzeit, meine Schule ist ja auch noch Pflicht in Deutschland, was ganz wichtig ist, ist natürlich umso besser, wenn das natürlich dann mit dem Sport kompatibel ist. Also wenn jetzt das nicht so wäre, glaube ich, wären nicht die Erfolge, die kommen schon in jungen Jahren und die dann wiederum natürlich auch ein Baustein sind, um die Erfolge dann in den älteren Jahren, da wo es dann drauf ankommt, Richtung Olympia, nie zustande gekommen. Es freut mich natürlich, dass ich, sagen wir mal, jetzt diesen kleinen Titel, auch wenn es kein Titel ist, aber zumindest erreicht habe. Ja gut, mit zweimal Olympiasieger bei zwei unterschiedlichen Olympiaden ist man ja schon ein bisschen was Besonderes. Und mich freut es eigentlich viel mehr, dass dieses System immer weiter wächst mit der dualen Karriere und es immer noch jetzt so gut funktioniert oder vielleicht sogar besser funktioniert als zu meiner Zeit hier in der Schule. Und ich denke, das ist gut für den Nachwuchs.